Hallihallo, Hallöchen, der Bart ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Race GTA Online. Und heute ist mal eine ganz besondere Folge, denn wir haben hier ein Special Event von meiner Crew organisiert. Und das Special Event ist ein Ausdauerrennen auf dem Nürburgring, eine alte verifizierte Strecke. Und wir starten erstmal mit einem Qualifying, um die endgültige Startaufstellung klar zu machen. Und ich erzähle jetzt mal nicht ganz so viel, denn ich brauche jetzt doch ein bisschen Konzentration auch für das Qualifying, um mir eine gute Ausgangsposition zu erkämpfen. Später finde ich dann vielleicht im Rennen doch etwas mehr Zeit noch. Hier wird eine Runde Non-Contact-Rennen gefahren. Das bedeutet, diese eine Runde, die man macht, die zählt dann auch richtig. Und das ist eine Strecke, da braucht man auch an manchen Stellen richtig Eier. Und diese Eier, die habe ich doch mal hoffentlich. Zwei Trainingsläufe hatte ich mir ja auch schon mal genehmigt hier. Einmal drei, einmal vier Runden. Und ich hoffe, das könnte mir doch etwas zum Vorteil gereichen, dass ich die Strecke jetzt schon etwas aktuell erkenne. Wow. Da hat es mich kurz mal zerledert. Ah, aber wieder an erste Position. Jawoll. So will ich's haben. Ja. Ups. Der ist ja richtig vor mich geleckt hier. Ja, der Cesario ist vor mir. Der meinte noch vorher zu mir, mach bloß keine Aufnahme, wir brauchen eine Konzentration. Aber das hat mich natürlich noch mal mehr motiviert. Wenn man mir sagt, ich soll was nicht machen, dann mache ich das. Oh, der Schlussteil, der wird auch noch mal richtig schön. Da freue ich mich jetzt schon nicht drauf. Ah, da kann ich es aufholen. So halbwegs zumindest. Boah, was fährt der da für ein Wagen? Der ist ja schön schnell. Das gefällt mir. Ja, aber ich glaube, er fährt den gleichen Wagen wie ich. So. Ja, das war eine Stelle, da bin ich ganz froh, dass ich die Übungsläufe hatte, genauso wie jetzt der Teil, weil der hier ist arg eng. So, aber das könnte sich gut für mich ausgehen. Aber mein Trainingsvorteil, der ist natürlich im Rennen dann ungleich geringer, weil man sich dann ja doch ein bisschen eingroovt. Von daher mal schauen, was das Rennen mit sich bringt. Tippa.
Das wäre dann schon mal der erste Platz in der Quali, aber das Rennen wird noch mal eine ganz andere Hausnummer. Oh. Ah ja, der neue F war das. Höllisch schnell, aber wie er schon sagt, instabil. Ah, gefällt mir richtig diese Vielfalt an Fahrzeugen, die wir hier haben. Macht mich richtig happy. Uiuiui. Naja, bei der Startaufstellung habe ich einen schönen, hübschen, kleinen Vorteil. Ich muss mir nicht merken, zwischen wen ich mich einsortieren muss. Ja, das war's denn auch mit der Quali soweit. Ich werde mich denn, nachdem wir hier nochmal die Endaufstellung zeigen, nochmal melden, wenn wir das Rennen starten, ne? Also guckt euch unbedingt das Rennen an. Es wird sich lohnen.